Hallo, ihr Lieben, seid herzlich gegrüßt zur späten Stunde hier in der Willow Street. Wir sind wieder zusammen unterwegs, ihr seht es schon. Guten Tag. Ja, oder eher Nacht, ne? Ja, für uns ist es gerade Nacht, das Wie viel stimmt. Uhr ist es gerade? 0:25 Uhr. Ja, gut. Heute sind wir, wie gesagt, in der Willow Street und wir sollen unter 25% Sanity-Com das Parabolmikrofon benutzen und der Geist soll eine Kerze auspusten. Oh, das ist auf jeden Fall, das sind sehr schöne Aufgaben. Ja, Nachtsicht, Fotokamera, EMF, Reinhold Messner. Ja, habe ich auch. Ich gehe direkt mal in den Keller für den Strom. Ja, wir sind auf Profi unterwegs, kriegen also drei Beweise. Und ich gehe in den Keller und sehe schon ein Gerippe sofort vor der Tür liegen. Echt jetzt? Versteck im Wohnzimmer, ja. Ich denke mal, dass der Geisterraum auch im Keller ist, aber da du dann schon da bist, kannst du ja auch danach gucken, ne? Ja. Dann schaue ich mal hier oben nach. 15 Strom an. Grad. Jetzt. 14,3. 15,5. Steigt aber. Denke ich, hoffe ich. 14,8. 14,5. So. Ja, im Keller ist kein Versteck. Im Wohnzimmer direkt und im Schlafzimmer rechts. 14,3. 8 Grad im Keller. Erster Ja. Raum. Wen wundert's, ne? Ja, also mich wundert es komplett gar nicht. So, Keller. Ja, 8,7. Ja. Nett. Nachtsicht mal ausmachen. So. Knochen hätte ich natürlich auch fotografieren können, ich König. Hast du ihn nur eingesammelt? Ja. Ja, macht ja nichts. Ist schon Fotos kriegen auch spät so voll. und fast noch Sonntag. Fast. So, Buch. Buchkamera. Videokamera. Ich nehme schon mal nur V mit. Vielleicht kannst du ja Salz einrichten oder so. Box, Kruzifix, Salz. Dann könnten wir das direkt Ja, du hast ein UV? abhaken. Ja. So, ab in den Keller mit dir. Alles klar. Ich bin schon unterwegs. Ich mache nochmal kurz das Licht aus, ne? Ja. Eben noch mal messen hier. 8 Grad. Ich messe mal eben hier gegen 6,9. 17,6. Ja, der ist aber da. Ja? Ja. Okay. Kein Ob zu sehen. Hör mal, das Salz liegt hier auch schon. Das kannst du dir dann verteilen. Kruzifix mal hier zentral. Gut, ich versuch mal mit der Box. Vielleicht reagiert er auch darauf, wenn du dabei bist. Ja, versuch's mal. Bist du hier? Bist du da? Wie alt bist du? Was Laufe der möchtest du? Zeit. Ist jemand bei mir? Bist du da? Bist du hier? Wie alt bist du? Er schreibt ins Buch. Na gut. Was willst du? Was möchtest du? Bist du da? Er läuft durch Salz, V. Ultraviolett, Buch und Ultraviolett. Poltergeist, Dämon Meiling. Temperaturen. Bist du hier? Bist du da? Ist jemand hier? 6,9, 8,9. Beweise. Vielleicht versuchst du die Box mal aus. Ja, machst du das Ach, Licht schon ja. nochmal aus? Dann hole ich So. noch mal was. Hey. Na, aber dieses Aggressive. Der mag dich. Ich merke schon. Ich ihn aber nicht. Ist aber nicht nett.
Das tut mir sehr leid. 6 und 43 hast du nur noch. Oh. Stimmt, wegen dem Event. Ich habe 72. Insgesamt 57. Okay. Parabolmikrofon. Vielleicht kommst du mal rein. Ja. Und dann nehmen wir beide mal Sanity. Du auf jeden Fall. Ich glaube ich nicht. Jetzt hatte ich zwei Kameras in der Hand. Hast du eigentlich einen Orb gesehen? Nein. Okay. Aber Licht ist aus. Du könntest also mal gucken. Ich guck. Ich habe das nach dem Event, glaube ich, nicht mehr angemacht. Na, noch sehe ich nichts. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber Orb ist raus. Ja, spielt keine Rolle mehr. Spielt keine Rolle mehr. Was spielt denn eigentlich noch eine Rolle? EMF Level 5 Box. Für die Mai Ling. Und Gefriertemperaturen Dämon und Box Poltergeist. Dots brauchen wir dann auch nicht mehr. Nein, ich würde nochmal Salz mitnehmen. Ja, ich nehme das Parabolmikrofon mit. Und ich nehme die Kerze mit. Ja. Bilder, wie sieht's damit aus? Ja, wenn du Salz mitnimmst, dann haben wir das auf jeden Fall. Sind nicht mehr viele. Ja, vor allem, weil er ja Ultraviolettbeweise hat, dann geht das schnell mit dem Salz, ne? Ja, genau. Parabötchen, ich nehme nochmal ein Kruzifix mit, zur Sicherheit. Und EMF5 können wir jetzt auch mit der Kerze testen. Ja, ich nehme auch mal hier ein Räucherwerk mit. Haben wir ein Feuerzeug unten? Nö, ne? Hab ich dabei. Ah, okay, sehr gut. Dann nochmal die Temperatur messen und prüfen, ob er noch da ist. Ganz ja. Wichtig. Okay, ich habe auf jeden Fall noch Wölkchen. Das ist gut. 5 Grad. EMF? 3. Ja, 5 Grad ist gut. Mach ein Geräusch. Okay, Mach ein Hier Geräusch. Hier ist das Feuerzeug. Also, ja. Okay, hier liegt jetzt ein bisschen was rum. Könnte natürlich ein Könnte natürlich ein Dämon sein. Vor lauter Schreck habe ich mein Parabolmikrofon fallen lassen. Echt? Mhm. Mach ein Geräusch. Laufe durch Salz. Mach ein Geräusch. Okay, Fotos sind durch. Ja, ja, das Dämon. Ist eindeutig ein Dämon. Parabol abgeschlossen. Bilder auch. Ja. Kerze hat er noch nicht ausgepustet. Aber steht ja drin. Ja. Zwei Kruzifixe sind jetzt unten. Wir müssten dann noch unter 25% Sanity kommen. Das heißt, wir müssten eigentlich... Was haben wir denn für einen verfluchten Gegenstand? Das weiß ich nicht tatsächlich. Beschwörungskreis auf jeden Fall nicht. Nee, in der Garage war ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Könnten wir vielleicht kurz gucken dann und dann machen wir halt einfach eine verfluchte Jagd? Ja, könnten wir machen. Beziehungsweise ziehen uns damit die Sanity runter, weil das... Eine Kruzifix liegt ja noch unten. Ja, ja. Okay, Kerze hat er ausgepustet. Sehr gut. Dann nur noch unter 25% Sanity kommen. Ja, dann gucken wir mal, ne? Müssen jetzt nur vor einem Event aufpassen. Hier wäre ein Versteck. Da das brennt wieder ein Kruzifix. Fackelt, ne? Ja. Hier ist auch ein Versteck. Okay. Voodoo-Puppe wird es sein, oder? Ja, ich denke auch. Oder Affenfoto. Hier ist auch direkt ein Versteck. Mhm. Die Voodoo-Puppe. Okay, ich mach schon. Müssen wir den dann räuchern? Ja. Wir können uns hier verstecken. Also alles gut. Ich räuchere ihn hier an der Tür und komm dann. Mhm. Okay. Hast du genug Sanity abgezogen? Ja. Ich mag dieses Versteck nicht. Ich auch nicht.
Hast du noch mal geräuchert? Mhm. Schöne Ansicht. Okay, die Jagd ist vorbei. Ich mache mal hier das Licht an. Hier. Hier im Flur. Bleib du nur mal da. Das große Licht musst du ja wieder ausmachen, ne? Ja, ja. Warte mal. Ich mache jetzt noch mal eine verfluchte Jagd. Aber wir haben keine Räucherstäbchen mehr hier. Doch, ich habe noch ein Räucherwerk. Echt? Hast du zwei mitgenommen? Ja. Oh, cool. Puppenspiel. So, das war's. Ja, Sanity ist noch nicht unten. Ja, ich mach mal das Licht aus. Warte nur. Verstecken wir uns mal. Hoffen, dass wir kein Event abkriegen. Mhm. Ansonsten kann es in dem Versteck schnell vorbei sein. Mhm. Aber hier gibt es gar keine Zonenverstecke in dem Haus. Das stimmt. Du hast keinen Wandschrank hier. Da hast du recht. Ja. Ja, das haben wir erreicht. Denkst du, wir können? Probieren müssen wir es. Ist halt bei einem Dämon immer kacke, ne? Ja, ich werde jetzt extra nicht sprinten. Mache ich aber trotzdem. Reflex. Ja. Wir haben ja hier sofort ein Versteck. So, alles klar. Gut. Ein Dämon mal wieder, ne? Mal wieder? Wir hatten in der letzten Koop-Folge auch einen Dämon. Ja, obwohl wir den Zuschauern gesagt haben, dass sie keinen Dämon mitbringen sollen. Ja, das stimmt. Naja. Haben die nicht auf uns gehört. Das stimmt. Das ist nicht nett von euch. Das merken wir uns, ne? Ja. Gut, Dämon. Ganz eindeutig. Fall, oder? Ja. Ja, das war... Obwohl wir keine Gefriertemperaturen... hatten, aber... Das war eindeutig auch so schnell hintereinander. Ja, ja, genau. Ja, der Sehr Dämon. Schön. $1,310. War ein schönes Ründchen, ne? $1,410. Was hast du noch? Aufträge spielen. Hm, okay, okay. Gut, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zusehen. Ja. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal, ne? Bis dann. Tschüss. Tschüss.